Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu A Plague Tale Requiem. Wir befinden uns wieder auf dem Meer und hoffen, einer besseren Zukunft entgegenzusegeln. Das hoffen wir irgendwie schon sehr lange. Es hat noch nie so wirklich funktioniert. Ja, vielleicht wird es diesmal besser. Arno konnten wir retten. Ansonsten ist die Insel verloren. Und ja, Hugo, der guckt jetzt hier aufs Wasser. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Amicia, guck mal! Hey, was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey. Es tut mir leid wegen der... Naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey! Ein Schiff! Oh, der Graf! Es ist ziemlich schnell. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Wer geh rein, Hugo! Dort ist es sicherer! Alles klar, wir holen es ein! Amicia, hier oben, zu mir! Komm, die anderen? Die kommen klar! Zum Seil auf der anderen Seite! Alles klar! Ey, ich muss zum Seil! Ach, na los, schneller! Der Scheißkerl lässt nicht locker! Wir müssen sie loswerden, wenn sie uns entern! Fertig! Gut! Sie kommen immer noch näher! Oh nein, 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 was jetzt? Das Segel in den Wind! Wir brauchen einen besseren Winkel! Amicia, los zum Unterdeck! Ja, sofort! Ich lasse locker und du ziehst es zu dir! Ja! Wir dürfen nicht scheitern, Anno! Tun wir nicht! Es klappt! Wir nehmen Fahrt auf! Aber das wird nicht genügen, sie kommen! Werft Ladung über Bord! Schotterbanda! Hilf mir hier, Amicia! Komme! Oh, Bogenschützen! Ach du Scheiße! Fuck! Nein! Geht klar! Sekunde, ich komme! Wartet ihr wirklich? Ihr könntet mit meinem Kind fliehen!
Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Beschütze Sophia und Lukas. Okay, ich kann jetzt auf die drauf schießen. Ich habe gar nicht so viele Pfeile. Wow, scheiße! Fuck. Ah! Hilfe, ich will... Oh Gott, kann ich hier runter? Nein, ich brauche Pfeile! Die wollen uns rammen! Oh nein, nein, nein! Oh. Amicia! Nein! Ah. Was? Oh nein! Amicia! Amicia! Was ist los? Oh nein! Sie sind über Bord gegangen! Nein! Steh auf, Amicia! Lukas, Sophia! Lukas! Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alles zerfleischen! Es sind zu viele, Arno! Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Chef Werther! Für den Grafen der Provence! Ach, komm her, Victor! Okay, warte mal. Wo ist dein Kumpel jetzt? Siehst du deine Männer wird sterben, Victor? Durchhalten, Arno! Ich werde erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist. Spar dir deinen Atem! Ah, ich brauch Pfeile. Ah, stimmt, ich kann ja auch mit meinen... Wir nehmen ihres, das sagst du so einfach. Nein! Nein! Amicia, nein! Amicia! Amicia! Sie ist tot. Hugo, komm mit mir! Hugo, komm her! Schade, mein Kind. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Ein zerbrechliches kleines Ding. Alles klar. Du gewinnst. Tu ihm nichts. Nichts tun? Er ist Emilys Sohn. Mein Sohn. Er ist ein Gott. Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emily. Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde. Nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen, was ich ihm sage. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe.
erledigt sie! Okay, hätte ich das noch anders spielen können? Was ist mit Lukas, Sophia? Kapitel 15, Sterbende Sonne. Ah, verflucht, du verdammtes Monster! Hör auf zu schreien. Fühl die Schmerzen. Wir trinken das auf dem Schlachtfeld. Hugo! Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor Hugo noch mehr leiden muss. Also los. Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Ah, zum Glück. Ich helfe dir. Oh, verflucht. Ja. Oh, zum Glück noch in dem Nebensatz erwähnt, dass Sophia und Lukas überlebt haben. Halt durch. Wird bald besser. Der Graf. Hat er was gesagt? Du hast sein Herz gebrochen, nun will er Krieg. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Sophia und Lukas? Etwas mitgenommen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Sie wollen dich sicher sehen. Hierdurch. Komm, langsam. Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ja, der Trank. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Genau. Ich hätte diese Made von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Anno. Ich glaube, der Trank dürfte sehr hochprozentiger Alkohol sein, oder? Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Boote kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Nein. So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange, bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß, was du... Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Gib mir Deckung und pass auf. Der gehört mir. Tötet das Mädchen. Ich bin bei euch, mein Herr. Okay, was kann ich machen? Okay. Oh, fuck. Verdammter Trottel! Was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn. Meine heilige Waffe. Ich brauch ganz dringend, Oh, fuck. Bogenschütze. Oh, aber erst seit ihr dann. Verdammt! Zu Befehl! Sofort! Was? Nein, ich hab doch... Oh, ich hab doch abgeblockt. Ich hab doch gekontert. Verstärkung rückt an! Passt auf! Sie sind hier! Lukas! Bist du verletzt? Nein! Steck hier fest! Bleib am Leben! Lass uns
Wir holen euch da raus! Ihr seht nirgendwo hin! Du verdammter Trottel! Was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn! Meine heilige Waffe! Ja, ich glaube, wenn ich ihn konter. Oh, doch, aber erst seid ihr dran! Macht sie fertig, verdammt! Zu Befehl, sofort! Ah, ich kann ihn gar nicht kontern. Shit, ich kann ihn nicht kontern. Wo habt ihr meinen Bruder hingebracht? Antworten, dann schenke ich dir einen schnellen Tod. Wo ist der Junge? Die Zeit. Warum seht ihr euch alle so nach dem Tod? Jetzt! Ich werde unsere Gräfin retten! Und ich komme, Ugo! Die halten uns nicht auf! Oh, Scheiße! Aber der hält mich auf! Unterschätzt sie nicht! Sie hatte Einfluss auf den Sohn! Er ist mein Bruder! Oh nein, da oben ist so einer! Oh, fuck, okay. Warum sollte ich mit einem Toten reden? Der Sohn wird uns alle retten! Wir verschwenden unsere Zeit, Anno! Wir müssen eine Gurt finden, bevor er... Er denkt, ich bin tot und gibt sich der Makula hin. Alter! Was, ey? Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum! Öffnet die Augen! Es ist zu spät! Alle werden sterben! Und er... Wir müssen sofort los! Ihr geht nirgendwo hin! Habe ich die nicht getötet, den ollen Ritter da? Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du deinen Sohn ersetzen? Wow, Scheiße, was ist das denn für einer? Ah, das ist so einer. Oh, nein. Oh, Leute. Also das ist wirklich ein ganz krasser Kampf hier. Okay. Also für dich gibt's erstmal... Obwohl, warte mal, ich hab eine Idee. Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Ihr Idioten! Seht es doch! Ja, ich hab nicht... Ich hab eine Idee. Ich muss ein bisschen... Warte mal, kann ich nicht... Verflucht, was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! So. Ihr Idioten! Kann ich nicht irgendwie... Doch ein! Oh ja, genau, das ist gut. Chance. Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du deinen Sohn ersetzen? So, sehr gut. Es war Krieg! Du hast das im Stich gelassen. Aber du kannst es wieder gut machen. Beweise Großmut. Mach diesem Wahnsinn ein Ende und lass den Jungen gehen. Wahnsinn regiert die Welt. Aber ich bring das schon in Ordnung. Euer Tod ist zu. Gib mir meinen Bruder zurück oder du wirst alles verlieren. Ich würde dich so gerne töten. Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagen kannst, wo Ego ist. So selbstbewusst. Mein Herr, wir müssen fort. Wir bringen es zu Ende. Töten sie! Sie versucht euch zu helfen, die Arschlöcher. Bitte der Glaube meinen Namen hören. Für die hellen Tage! Ah! Emily! Die Idioten, ihr seid immer... Die einzige Chance, die... Boah, der Kampf geht echt ab. Also wie gesagt, ich muss ein bisschen Materialien sammeln. Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du deinen Sohn ersetzen? Oh, nein. Sein Blut klebt an deinen Händen. Es war Krieg! Du hast das im Stich gelassen. Aber du kannst es wieder gut machen. Beweise Großmut. Mach
diesem Wahnsinn ein Ende und lass den Jungen gehen. Wahnsinn regiert die Welt. Aber ich bring das schon in Ordnung. Gib mir meinen Bruder zurück oder du wirst alles verlieren. Ich würde dich so gerne töten. Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagen kannst, wo Hugo ist. So selbstbewusst. Mein Herr, wir müssen fort. Jetzt. Nein, wir bringen es zu Ende. Sie versucht euch zu retten, die Arschlöcher. Möge der Glaube meinen Arm führen. Für die Helltage. Emily ist tot. Sie war die einzige Chance, die unsere Welt hatte. Jetzt kniet vor mir nieder. Oder sterbt! Es war... Ihr Idioten! Ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen! Alles, was ich hatte! Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen! Hier drüben, Eindringlinge! Deine Technik wird nachlässig! Du hast zu viel mit Abschaum trainiert! Sie wäre besser, als du es je sein wirst! Amicia, das ist übel! Wir müssen schnell zu Hugo! Ich weiß, wir versuchen es ja! Gott, zwei von den Großen. Bleib am Leben, Amicia! Was ist los, hä? Oh, der hat das... Der hat langsam zu schwer. Oh, oh no! Keine Sorge! Ich hab schon zu recht. Halt! Seh dich doch an! Gib schon auf! Anno, halte durch! Er gehört mir! Mach sie fertig! Unglaublich dumm. Amicia, er gehört dir. Okay. Was kann ich tun? Hör auf zu schreien. Entschuldige ich. Bitte nicht. Nein! Die Zeit ist gekommen. Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Oh nein. Ich weiß. Ruhe in Frieden. Die Sonne töten. Der Nebel. Hast es geschafft, du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun.
Wie weit noch bis Marseille? Nicht weit, schätze ich. Amicia, geht's dir gut? Nein, ich hätte... Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Du hast alles gegeben, Amicia. Das wusste er auch. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Nein, Freunde. Und eine echte Bestimmung. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Oha, die Art von Zeichen? Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden. Wir müssen sie finden und hier weg. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Flieht in die Hügel. Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot. Was ist das für ein Groll? Das Tor zur Hölle wurde geöffnet. Marseille ist verloren. Der letzte Ruf. Der Makula. Mama! Wir müssen zurück und Mama suchen. Steh auf! Bitte steh auf! Ich kann nicht! Mein Bein! Du musst! Wir brauchen ich mehr Helfer! Hält das Ding auf! Marseille, sie verbarrikadieren das Tor. Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt. Und die Leute, die noch da drin sind. Die sind schon tot, mach weiter. Und jetzt? Es gibt noch ein anderes Tor, aber das Heu liegt im Weg. Warte, wir haben die Kanone. Kannst du sie bedienen? Keine Ahnung, warte. Du schiebst hier, so müsste es gehen. Ich hab's raus, glaube ich. Dann los. Griechisches Feuer? Ja, der Graf hat sich ein paar Wagen vom Orden besorgt. Wir gehen also hinter diese Mauern? Denk jetzt nicht drüber nach. Gehen wir, Sophia. Und weiter geht's. Lasst mich raten, die Kanone muss ich gleich noch gegen jede Menge Ratten benutzen. Dieses Beben kommt nicht aus dem Boden. Nein, es kommt von den Stadtmauern. Das ist wie ein Herzschlag. Sein Herz, das sie führt. Was meinst du? Wie viele? So fängt es also an. Was? Unsere Strafe. Schneller, Sophia, schneller! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, da kommen die Nächsten. Zu spät! Fahr so weit, du! Oh nein! Nein! Uns bleibt doch echt gar nichts erspart. Wir sind da. Ich
Ich war noch niemals in Marseille. Tja, du kommst zur besten Jahreszeit. Suchen wir meinen Bruder. Kapitel 17, nein 16. König Hugo. Dich kann doch nichts aufhalten. Stimmt. Ich vergesse es nur manchmal. Lukas. Ich muss schon sagen. Es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite. Du bist viel zuverlässiger, ruhiger und freundlicher als sonst wer. Ich weiß nicht. Du bist meine Familie. Sagt ihr all das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Ihr werdet noch sehr lange leben. Ihr schafft es. Und das ist ein Befehl. Guter Punkt. Das, was sie sagt. Er muss leben. Er verdient etwas viel Besseres als das. Gut. Pass bitte auf. So, finde Hugo. Sie wirken wie eine Armee. Das sind sie jetzt auch. Mit Hugo als ihrem Anführer. Das war schon immer sein Lieblingsspiel. Erobern. Tja, da lebt jemand seinen Traum. Was haben wir denn hier? So, jetzt darf ich nochmal upgraden. Gut, dann an die Arbeit. Was machen wir? Also für die oberen Sachen reicht's nicht. Dann könnte ich überall ohne Werkbank aufwerten. Oh ja, mehr alchemistische Zutaten. Das sollte die Sache erleichtern. So. Sonst noch was hier? Nee. Aber ich kann mal alles schon mal herstellen, meine Taschen wieder voll machen. Okay, es reicht leider nicht für alles, aber naja, mal gucken. Sieht jetzt ja nicht danach aus, dass ich hier irgendwelche Feuer anzünden muss. Hey, sieh mal, wer überlebt hat. Eine Nelke. Die erste Blume, die mir Hugo gebracht hat, kurz bevor wir dich kennengelernt haben, Lukas. Jetzt fühle ich mich alt. Die Blume zaubert sicher ein Lächeln auf sein Gesicht. Ja. Was zur Hölle? War er das? Er ist nun eins mit der Makula. Wir gehen da also wirklich rein? Es tut mir leid. Schon gut. Ich hatte meinen Spaß, denke ich. Und mein Boot ist sowieso ein Wrack. Doch sag mir, können wir es aufhalten? Wenn wir zu ihm gelangen, vielleicht. Aber das wird da unten bestimmt schwierig. Hör zu, ich gehe. Ich bin die... Amicia. Wir brauchen das, was ihn mit dieser Welt verbindet. Und wir alle stehen ihm nahe. Also. Gehen wir rein. Oh mein Gott. Oh nein. Ah!
am Leben. Ich bin. Du lebst. Ja! Ist es gebrochen? Nein! Nein! Es ist nur. Geht es euch gut? Sophia ist verletzt! Ich versuche euch zu erreichen! Nicht bewegen! Sag ich doch, ich bin nicht gemacht fürs Festland. Fürs Fliegen auch nicht, wie du siehst. Entschuldige. Nein, bitte. Du hast mehr als genug getan. Lukas und ich haben das schon einmal erleben müssen. So in etwa. Eine Legende ohne Seeleute, ha? Das ist traurig. Geh und komm mit ihm zurück. Wir sehen uns unter der Sonne. Geh weiter. Hugo ist ganz nah. Ich muss erst Lukas finden. Ich gehe nirgendwo hin, Amicia. Wir kommen dich holen. Ich weiß. Los, geh! Was ist das für eine Kugel? Bist das wirklich du? Amicia, hier bin ich! Hey! Und Sophia? Sie kann nicht laufen! Bleiben nur wir beide! Wir können es noch schaffen! Siehst du das Mauerstück da unten? Die Ratten umgehen es. Treffen wir uns dort. Ja, aber warte, Moment. Ein Fehler und... Ich weiß, aber ich habe mitgezählt und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott. Na gut, na gut. Bereit, wenn du es bist. Keine Sorge, ich folge dir. Jetzt! Oh, meine Güte. Augen zu und durch. Lauf, lauf, lauf! Die Mauerreste erreichen. Verstecken, warten und weiter. Ja, nach dir. Alles klar. Jetzt! Ja! Ah, schneller! Das war's! Ich bin hier! Los geht's! Oh, ach du! Nein, 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 nein! Lange. Er ist da, Lukas. In Reichweite.
Ja. Sieh dich an, unter einer Decke versteckt, als wärst du traurig. Der Nebel verdichtet sich immer mehr. Da drin muss einiges los sein. Was wird uns wohl dort erwarten? Schwer zu sagen. Vielleicht ein riesiger Tiegel, in dem die Macula Hugo und der Nebel verschmelzen. Die Visionen des getäuschten Kindes lösen sich in der Atmosphäre auf, verändern die Welt. Es ist die letzte Schwelle. Keine Naturgesetze mehr. Und wir müssen auch da hinein. Um deinen Bruder zu erreichen. Na schön. Hol tief Luft. Wo ist die Armbrust? Lukas! Okay, ich habe nur noch die Schleuder. Lukas! Meine Armbrust. Oh Gott. Die Gegenstände, die ich Lukas! Mir alle hergestellt habe. Wo bist du? Und wo ist Lukas? Wer ist das? Das ist der Phönix. Ein Phönix? Hier. Ein Phönix, das ist ja... Zeigt der uns nicht den Weg? Da ist noch einer. Noch einer? Was ist hier los? Was ist das für ein Ort? Sollte der Phönix nicht Hugo retten? Die Phönixe, sie bedeuteten etwas. Herr, sie zeigen den Weg. Den Weg. Sie führen bestimmt zu ihm. Verliere ich den Verstand? Hugo, bist du das? Naturgesetze treten außer Kraft. Ja, halt dich daran fest. Hast du sie hergebracht, Hugo? Nein, du warst das. Hugo! Oh, Gott sei Dank! Wo bist du? Ich bin hier. Ganz nah. Ich sehe dich nicht! Weil du noch zurückblickst. Hier sind nur diese Vögel. Sie zeigen mir den Weg, stimmt's? Wir haben es versucht, Amicia, aber es war eine Lüge. Nicht alles, nicht alles war gelogen. Es war eine Lüge, die den Tod brachte. Die Menschen haben ihn gebracht. Hugo, ich muss dich hier rausholen. Beschreite neue Wege. Die Dinge haben sich verändert, aber nicht deine Gedanken. Ich versuch's ja. Denk nach, Amicia. Er ist hier irgendwo.
ich was? Wartet mal. Muss ich vielleicht in eine andere Meine Richtung Wege. Laufen? Warum folgst du immer noch den Vögeln? Ich bin verloren, Hugo. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieser Ort gehört der Vergangenheit an. Verlasse ihn. Finde deinen Weg. Also muss ich einen Ausgang finden. Okay, also einfach in die andere Richtung. Nicht dahin, wo die Königse hinzeigen, sondern da, wo sie nicht hinzeigen. Ja, so ist es richtig. Weiter so. Was ist mit mir? Ich fühle mich... Du bist verloren und verängstigt. Aber ich bin bei dir. Ich tue, was auch immer nötig ist. Ich will dich sehen. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Hugo, wo bin ich? Ist das die Hölle? Sehen. Sind das die Ratten? Keine Sorge, ich mach sie fertig. Du gibst immer noch nicht nach, oder? Entweder wir oder sie. Ich hab keine Wahl. Du hast eine Wahl. Doch die macht dir Angst. Es sind so viele, Amicia. Ist mir egal. Mir aber nicht. Es tut weh, dich so kämpfen zu sehen. Was meinst du? Wie früher, als jeder Kampf zählte. Bleib weg! Das werden sie nicht. Hör auf, so zäh zu tun. Du kannst noch etwas lernen. Erinnerst du dich? Ich muss zäh sein! Ich darf nicht einbrechen! Oh, du wirst einbrechen. Das musst du. Nein, Hugo! Vertrau mir! Kann man die überhaupt besiegen? Muss ich das irgendwie anders machen? Was? Nein! Nein, nein, nein! Was? Was ist passiert? Nein, ich bin wieder zurück. Hugo, was habe ich getan? Du hängst in deinem Kopf fest. Ich weiß, es ist schwierig voranzukommen, wenn man Angst hat. Ist schon in Ordnung. Du schaffst das. Das werde ich. Ich mach's nochmal und werde dazulernen. Okay, ich muss irgendwas anders machen. Das muss nochmal funktionieren. Ich muss wieder zurück. Aber was habe ich falsch gemacht? Ein Weg raus. Ich muss hier raus. Weg von den Vögeln. Immer geradeaus, dann kommst du ans Ziel. Na bitte, es geht doch. Du lernst dazu. Halte durch. Halte durch. Oh, diese Dinger schon wieder. Dieses Mal machst du es besser. Das Feuerbecken hält sie nicht auf. Lass dir was einfallen. Warum kämpfst du noch? Da kommen immer mehr.
weil du sie brauchst. Du brauchst einen Grund zu kämpfen. Was meinst du damit? Kämpfen bedeutet, dass man gewinnen kann. Aber in Wahrheit ist dieser Kampf vorbei, Amicia. Du musst das akzeptieren. Was? Du hoffst, dass du die Probleme wie früher lösen kannst. Genau wie mit dieser Flamme. Wenn dieser Kampf umsonst ist, wie haltet ihn auf? Zeig ihnen, dass du es verstehst. Wie? Sie kriegen mich! Es muss einen Weg geben. Da ist etwas, das du früher nicht getan hättest. Ihnen zeigen, dass ich es verstehe? Lösch dein altes Ich. Die Flamme. Das bin ich. Hey, muss ich die Flamme löschen? Gut, ich hab's verstanden. Es ist nutzlos. Ich gebe auf. Ich bin es leid. Ich bin es leid zu kämpfen. Bitte, ich muss dich sehen. Ich bin stolz auf dich. Wo bist du? Ich bin hier. Hugo. Komm, komm! Das ist hier so eine richtige Endzeit. Ich sehe dich nie wieder. Ich auch. Ich hatte so Angst. Aber du hast es geschafft. Kannst du laufen? Ja. Weißt du, wie wir hier rauskommen? Ja, komm. Gehen wir. Verlassen wir diese Hölle. Egal wie. Amicia, ich dachte, du wärst tot. Wirklich. Ich weiß. Ich fühlte mich völlig allein. Also machte ich einen Fehler. Hugo, wir haben alles versucht. Aber das alles ist ein großer Fehler. Viele Menschen sterben gerade. Ich spüre es. Und das ist bloß der Anfang. Verlassen wir diesen Ort. Wir können es aufhalten. Wir finden Mutters Haus und leben. Wir werden leben. Aber wir haben es verdient. Dieser Ort kommt mir vertraut vor. Der Ausgang ist ganz am Ende. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Wir kennen uns schon. Hey, was geschieht mit dir? Der Junge! Er hat sie getötet! Tut mir leid. Sie getötet? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Sie hat recht. Ich bin das. Wie? Ich sehe keine Ratten. Das ist der Fehler. Das ist, was aus mir geworden ist. Wir müssen hier weg. Komm! Wir müssen es in Ordnung bringen. Wir finden schon eine Lösung. Doch erst müssen wir hier raus. Ja. Alles um uns herum stirbt. Das ist die Endzeit. Ich mochte diesen Ort. Und die Leute. Du musst es aufhalten. Ich kann nicht. Konzentrier dich. So wie früher. Hast du das schon vergessen? Das ist eine Lüge. Die Makula steckt dahinter. Ich bin jetzt die Makula. Ich. Was? Nein. Du wusstest, es könnte geschehen. Es ist zu spät. Nein, nein, nein. Ich lese zu, dass die Makula mich einnimmt. Das ist das Ergebnis. Ich weiß. Tun wir etwas. Wir müssen verhindern, dass mehr Leute sterben. Vielleicht hört es auf, wenn wir gehen. Hugo, kann es aufhören? Ich presse sie, Amicia. Nicht nur sie, auch alle anderen. Je mehr sich die Ratten ausbreiten, desto schlimmer. Ist das das Ende? Nicht ganz. Wir haben eine Chance. Eine letzte Chance. Sag schon, ich tue alles. Ich glaube, du weißt es schon. Ich halte mich auf, um die Makula aufzuhalten. Hugo, das kannst du nicht verlangen. Nur du kannst verhindern, dass ich zu einem Monster werde. Du bist kein Monster. Das werde ich aber sein, wenn ich alles töte, was ich liebe. All die schönen Dinge. Ich verstehe, aber... Bitte, Amicia. Ich versuch's. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was wir gleich machen müssen.
Und das finde ich überhaupt nicht cool. Gar nicht cool. Na gut. Was jetzt? Hugo, wo bist du? Wo bist du? Tut mir leid, aber du bist jetzt bereit. Bereit, alles zu retten. Bereit? Wie kann ich dafür bereit sein? Ich weiß, aber ich kann mich nicht selbst aufhalten. Du musst mir helfen. Hugo! Ich liebe dich. Ich war glücklich mit dir. Leb wohl, Amicia. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Aber wenn du fort bist, bleibt mir nichts anderes mehr. Ich werde allein sein. Ganz allein. Ich kann nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh nein. Kannst du aufstehen? Ja. Weißt du, was du machen musst? Ja. Wie die Ratten jetzt vor uns ausweichen. Und Lukas, ist er da fest gefesselt? Wie Atlas trägt die ganze Last der Welt auf seinen Schultern? Ist das über ihm die Makula? Hat sie ihn gefangen? Er sieht aus wie festgekettet. Es gibt keinen anderen Weg. Oh Mann, ich will das nicht. Ich will das nicht tun. Ich mache jetzt die Augen zu. Konzentrier dich. Wie, hat das nicht funktioniert? Wie jetzt? Credits? Einfach Credits jetzt? Das ist das Ende? Okay, das ist krass. Das macht mich jetzt sprachlos. Das Ende ist der Steinwurf auf Hugo.
Und damit das Ende der Makula? Das Ende der Ratten? Okay, krass. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt sagen soll, weil jetzt laufen da einfach Credits durch. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte man noch ein anderes Ende bekommen können? Naja, Leute. Anscheinend haben wir A Plague Tale Requiem jetzt durchgespielt. Die lange Reise von Amicia und Hugo, ihre zweite Reise. Leider diesmal ohne Happy End. Dabei sah es am Anfang noch so vielversprechend aus. Wir finden diese Insel mit dem Phönix und dann geht Hugo im Wasser baden und wird die Makula los. Anscheinend nicht. Die Insel war eine Lüge, wie eigentlich alles eine Lüge war. Der Orden, der am Jungen herumgeforscht hat, der Graf, der sich die Legende und oder den Mythos vom Sohn der Glutasche ausgedacht hat, um seine Ehefrau zu beeindrucken. Alles war eine Lüge. Und am Ende blieb uns nur das Unausweichliche. Der einzige Weg, die Makula einzudämmen, ist es, den Träger einzudämmen. Ah, es kommt noch was. Kapitel 17, das Erbe der Familie de Run. Ein Jahr später. Ah, das ist das Haus in den Bergen. Ist das Amicia? Jetzt mit ganz kurzen Haaren? Ja, ist sie. Und was ist mit den anderen? Mit Lukas, Sophia? Wow, eine tolle Aussicht. Es wird mit jedem Mal höher. Sophia, du bist gekommen. Natürlich. Ich wollte nicht fehlen. Hey, Vorsicht, ich rieche wie eine Ziege. Willkommen in deinem schönen Reich, Ziege. Wie geht es dir? Bist du bereit? Ich schätze schon. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Oh, warte. Schon gut, gehen wir. Wie du meinst. Ich habe die Pferde oben gelassen. Also, was hast du die letzten Monate so gemacht? Spaziergänge, Arbeit am Haus. Ich wollte mich müde machen. Hat's funktioniert? Mir geht's besser. Ja. Gut. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht. Alles gut, Sophia. Es ist jetzt ein Jahr her. Schon. Und wie läuft das Geschäft? Gut. Ich handle inzwischen mit legalen Dingen. Oh, wie kommt's? Ich will einfach nur länger leben. Wirklich? Mir ist eine ruhige See lieber als ein Sturm. Apropos, wir legen morgen ab. Gut, sehr gut. Kommt unser Alchemist mit? Lukas. Oh nein, der ist noch unterwegs. Studiert. Ganz allein. Sie werden so schnell erwachsen. Er brauchte das. Puh. Es wird kalt. Wir sollten uns ein bisschen beeilen.
Das sieht echt schön aus, dieser Waldspaziergang. Generell das ganze Level. Und? Weißt du schon, wo wir dich absetzen sollen? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß es, wenn ich die Zeichen sehe. Der Makula? Ja. Sie hinterlässt Spuren auf Dingen und Menschen. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo der nächste Träger und die nächste Beschützerin entstehen. Die nächste Plage. Ich will ihnen helfen, so wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst? Keine. Na gut. Oh, das riecht so gut. Und die Stille. Ja, ich werd's vermissen. Hey, ein letztes Mal A drücken. Bald geschafft. Jungs, das ist Amicia. Seid nett zu ihr. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Gibst du mir noch etwas Zeit? Ich muss noch was erledigen. Lass dir alle Zeit der Welt. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Ich denke, der Sturm ist schon da. Wird nicht lange dauern. Es wird schon alles gut. Erreiche den Gipfel. Jetzt zeigt das Spiel grafisch noch mal richtig, was es kann. Boah, schaut euch das an. Das sieht echt grandios aus. Boah, diese Berge im Hintergrund. Hier, boah. Das Meer wird im Vergleich dazu so flach aussehen. Ja, das stimmt. Hier bis ins Tal runter gucken, schaut mal. Komm schon, du schaffst das. Ich bin's. Ich komme rein. Sind das die Vögel? Zu den Federn, die wir gefunden haben? Das da vorne ein Altar? Ah nein, das ist Hugos Grab. Mit ganz vielen Blumen. Hugo liebte Blumen. Hier. Ich weiß, du hast immer schnell Freunde gefunden. Ich
Ich wusste nicht, ob ich bereit bin. Aber Sophia ist hier. Verzeih mir. Wieso ist das so schwer? Wir haben nie aufgegeben, was? Hielten Stand. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest. Alles, um sie zu beschützen. Ich erinnere mich. Ich werde nicht vergessen lassen. Okay, jetzt kommen nochmal Credits. Ich hatte mich auch vorhin gewundert, dass die Credits so kurz waren, denn ja, bei so einem großen Spiel müssen noch viel mehr Leute mitgearbeitet haben. Naja, gut, ihr lieben Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Das ist das Ende von A Plague Tale Requiem. Wie lange haben wir jetzt dran gezockt? Bestimmt 16, 18 Stunden. Das war auf jeden Fall nochmal wesentlich länger als der erste Teil. Und in der zweiten Hälfte fand ich auch ein komplett anderes Spiel als der erste Teil. So die erste Hälfte, bis wir die Insel erreicht haben, das hat sich schon alles sehr nach dem ersten Plague Tale angefühlt, nach Innocence, also das Kämpfen gegen die Soldaten, die Ratten zurückhalten. Das hatten wir zwar alles auch in der zweiten Hälfte, aber in der ersten Hälfte ging es ja fast nur darum, dass wir uns irgendwo hinarbeiten mussten und dafür an Ratten und Soldaten vorbei mussten. Deswegen, die erste Hälfte hat sich ein bisschen einfach nur wie eine Fortsetzung angefühlt, die zweite Hälfte dann wirklich wie ein neues Spiel. Und ich muss sagen, ich finde A Plague Tale Requiem wirklich großartig. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich würde hier eine 9 von 10 geben. Ja, ich hatte in der Mitte ein bisschen das Gefühl, dass es etwas langatmig ist. Ich glaube, 2 Stunden hätte man hier locker einsparen können. Aber ansonsten finde ich wirklich, dass das hier eine sehr, sehr mitreißende Reise war. Die zweite Reise von Amicia und Hugo, sehr gefühlsvoll wieder. Hier und da gab es Tränen, dann wieder glückliche Momente und ganz viel Heldinnenmut. Und das fand ich toll. Ja, Amicia war etwas aggressiver als im ersten Teil, aber das finde ich auch eigentlich nachvollziehbar, denn sie erlebt ja so viel Schlechtes und überall geht es nur darum, entweder Hugo oder sie zu töten oder Hugo für irgendwelche Machtspielchen zu missbrauchen. Der Graf, der sich ja am Anfang noch oder zumindest in der Hälfte, als sie ihn dann kennengelernt hatten, dann auch so freundlich gab mit seiner Frau und dann ja plötzlich kommt heraus, dass er eigentlich das Wissen über die Makula und den Träger und die Plage dazu genutzt hat, seiner Frau eine Fabel des Sohnes der Glutasche zu erzählen und das Ganze zu romantisieren, und eigentlich hatte er nur Allmachtsfantasien. Ja, krass. Wirklich krass. Wir hatten diesmal nicht ganz so einen bombastischen Endkampf wie im ersten Teil. Dafür hatten wir ja wirklich dann diese Traumsequenz mit den Phönixen und dann nochmal mit Hugo und dieser ganze Part in Marseille, der sich nochmal so richtig mächtig angefühlt hat. Wir haben nochmal gesehen, wie mächtig ist die Makula eigentlich und was müssen wir da aufhalten. Also es
geht nicht nur um ein paar Ratten, es geht wirklich um etwas, was imstande gewesen wäre, wahrscheinlich die Naturgesetze außer Kraft zu setzen und am Ende die Welt zu vernichten. Das haben wir aufgehalten. Dass dafür Hugo geopfert werden musste, tut mir megamäßig leid. Ich hab's echt gehasst, das zu tun. Ich weiß nicht, gäbe es noch einen anderen Weg, gäbe es einen alternativen Weg, dass man am Ende Hugo retten kann? Oh, jetzt kommt gerade nochmal der Soundtrack. Oh, der Soundtrack ist wirklich stark. Der hört sich mindestens genauso gut an wie der von Witcher 3. Ja, also generell im Vergleich zum ersten Teil haben sie nochmal einige Schippen draufgelegt. Der erste Teil war, wie gesagt, so ein Überraschungserfolg. Man hatte schon ein paar Trailer gesehen, man war schon gespannt. Aber man ist ja auch auf so viele Spiele gespannt. Deswegen, ja, habe ich jetzt da nichts erwartet und war dann wirklich beeindruckt. Und jetzt die Fortsetzung, ja, die wurde natürlich dann heiß erwartet. Und sie ist auch den Erwartungen gerecht geworden, definitiv. Ja, es gibt sogar eine chinesische Vertonung. Wie cool ist das denn? Ja, also definitiv ein spielenswerter Titel. Nicht so kurz, 16 bis 18 Stunden, hat ungefähr, finde ich, den Umfang von Resident Evil 4. Das geht ja auch so, je nachdem, wie gut man spielt, zwischen 16 bis 20 Stunden. Ich finde es für die heutige Zeit ein bisschen zu lang. Ich finde, 12 Stunden ist für so ein Spiel so die ideale Länge. Ja, ich weiß, einige werden jetzt wieder sagen, ja, aber hey, längeres Spiel ist doch cool, kann man auch mehr Zeit mit verbringen. Das macht für mich bei Open-World-Rollenspielen Sinn, mit Nebenaufgaben die Zeit zu strecken. So bei Story-fixierten Spielen mag ich es, wenn sie halt in einem guten Tempo durcherzählt werden. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt nicht an der Spiellänge aufhängen. 9 von 10, wie gesagt, vergebe ich. Tolles Spiel. Wird es noch einen dritten Teil geben? Weiß ich gar nicht. Ne? Wisst ihr das? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, ob es einen Plague Tale 3 geben wird. Ich meine, die Story von Amicia ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Ich meine, sie geht jetzt auf die Suche nach dem nächsten Träger und der nächsten Beschützerin. Das bedeutet, da könnte man die Geschichte dann theoretisch weitererzählen. Ich fand es schade, dass jetzt Lukas am Ende nicht nochmal dabei war. Ich hatte es ja am Anfang des Spiels schon gesagt, Lukas ist für mich ein absoluter MVP, genau wie Sophia. Dass Lukas jetzt am Ende nicht nochmal kurz mit dabei war, wenigstens um... Also wir haben uns halt nicht verabschiedet. Von Sophia haben wir uns quasi noch so ein bisschen verabschieden können, von Amicia und auch von Hugo. Aber von Lukas haben wir uns nicht verabschieden können. Das fand ich ein bisschen schade. Genauso schade, wie dass Amicias Mutter leider gestorben ist. Es hat für den Plot natürlich Sinn gemacht, weil es Hugo noch näher an die Makula geführt hat. Genau wie dann ja zum Schluss, als er dachte, dass Amicia auch gestorben ist, dass ja er sich der Makula völlig hingegeben hat. Aber im ersten Teil hat die ja noch die Mutter überraschend überlebt. Sonst wäre sie jetzt ja auch im zweiten Teil nicht dabei gewesen, deswegen ist es kein Spoiler. Aber jetzt im zweiten Teil hat sie das Ende nicht mehr erreicht. Hätte man das vielleicht verhindern können? Ich weiß es immer nicht. Gibt es bei diesem Spiel, also ist es so ein durchgehendes Spiel, so ein sehr geradliniges Spiel, man kann nur ein Ende erreichen, oder gibt es auch die Möglichkeit für andere Enden? Wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, jetzt sind wir auch eigentlich gleich durch mit den Credits. Jetzt kommen nochmal die Partner. Ja, schade, dass kein Patch mehr gekommen ist in der Zeit des Let's Plays. So hatte ich halt einige Frame-Drops, teilweise auf 30 FPS runter. Das fand ich nicht so schön. Aber vielleicht wird es da irgendwann einen Patch für geben. Okay. Okay, Leute, krass. Die Endszene, was sollte uns das jetzt nochmal zeigen? Ist das ein Appetitmacher auf A Plague Tale 3? Ja, das war
der nächste Träger der Makula. Aber habt ihr gehört? Das war eine Beatmungsmaschine. Der war an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Und die Person, die da kam, trug hochhackige Schuhe. Spielt dann A Plague Tale 3 in der Gegenwart? Hat sich so ein bisschen so angefühlt, oder? Okay, das wirft jetzt natürlich Rätsel auf. Gerade habe ich mich noch gefragt, ob es einen dritten Teil geben wird. Und jetzt gibt es hier so einen Appetitmacher. Aber A Plague Tale in der Gegenwart? Nachdem wir jetzt zwei Mittelalter-Fantasy-Spiele haben, man muss ja sagen Fantasy, also so viele übernatürliche Elemente, die hier drin sind, das ist natürlich Fantasy. Auch wenn es jetzt keine Fantasy mit Elfen, Zwergen, Magiern, Dämonen ist. Oder Dämonen doch schon so ein bisschen. Aber es ja, zählt für mich als Fantasy. Ja, und der Plague Tale 3 dann in der Gegenwart, das war jetzt auf jeden Fall krass. Ja, und ich muss euch ein kleines Geheimnis verraten. Ich hatte jetzt dieses Video schon mal aufgenommen. Allerdings gab es ein technisches Problem mit der Aufnahme, weswegen das leider alles dann für die Katz war. Deswegen, ja, war dieses Video nicht blind gespielt. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich habe trotzdem nicht so gut gespielt, wie ich gerne die Kämpfe gespielt hätte. Ich habe auch nicht weniger Zeit gebraucht. Normalerweise kommt jetzt nämlich noch hier noch der Hinweis auf New Game Plus, dass man nochmal mit zumindest mit allem, was man so geskillt hat, nochmal das Spiel spielen kann. Also man kann das Spiel dann nochmal in einem knackigeren Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Oder zumindest mit besserer Vorbereitung kann man das nochmal spielen. New Game Plus. Es gibt nochmal eine Färbung für die Armbrust. Und natürlich Profis werden jetzt sehen, dass diese Meldung nicht kam und dann wissen, dass ich das hier wiederholt habe. Ja, ich hoffe, es ist euch nicht zu sehr aufgefallen, deswegen erwähne ich es auch erst am Ende des Videos. Und ja, ich würde sagen, das Let's Play ist dann auch an der Stelle jetzt zu Ende, weil A Plague Tale Requiem ist durchgespielt. Ihr wart ein großartiges Publikum. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für eure Kommentare, ich bedanke mich für eure Kommentare und euer Feedback und natürlich auch für die Kommentare und Feedback unter diesem Video. Es hat mich alles sehr gefreut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen auch schön mal wieder ein Let's Play zu beenden. Möchte ich ja in Zukunft auch regelmäßiger tun, nicht nur Spiele anfangen, sondern sie auch beenden. A Plague Tale war kein kurzes Spiel, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen habe ich es zu Ende gespielt. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich gehe davon aus, zumindest, dass ihr es mochtet, denn ansonsten würdet ihr jetzt in diesem Video wahrscheinlich nicht mehr mit dabei sein. Vielen lieben Dank auf jeden Fall und dann sehen wir uns wieder in einem anderen Video, zum Beispiel Cyberpunk 2077 oder The Devil in Me, was ich bald anfangen werde, oder vielleicht in einem alten Video, was ihr nochmal schaut. A Plague Tale Innocence werde ich, glaube ich, nicht auf dem Kanal spielen, weil ich glaube, alles, was wir über das Spiel wissen müssen, wird auch im zweiten Teil erzählt. Der erste Teil wäre dann nicht mehr so spannend. Außerdem würde ich ihn nicht blind spielen. So, ja. Bedankt habe ich mich. Fehlt die Verabschiedung. Die bringe ich jetzt. In diesem Sinne, haut rein, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal. BB und haut rein, euer Hyuga.